Das ist die Web-Talk-Show. Mein Name ist Nico Gutier und ich habe heute einen tollen Filmtipp für euch. Die wahre Schönheit, eine Familientragikomödie. Die gibt es unter anderem bei Amazon Prime, Maxdome, Apple TV, aber auch auf DVD und Blu-ray. Und ich freue mich, sie spielt mit, sie hat mitproduziert. Eva Habermann, wie geht's dir und wo bist du? Hallo Nico, es geht mir ganz fantastisch. Ich bin gerade in unserem Phantomfilmbüro. Hinter mir siehst du die Couch und das schöne Bild. Das Bild habe ich noch von meinen Eltern aus dem Haus. Das hatte ich irgendwann mal meiner Mutter geschenkt. Und das finde ich so sehr schön beruhigend, weil unser Phantomfilmbüro ist so ganz besonders. Es ist wirklich eine Wohnung, auch mit einem Badezimmer. Du kannst im Sommer zwischendurch duschen oder wir haben ein Sportgerät hier. Du kannst zwischendurch Sport machen, wenn du möchtest. Ich finde es immer wichtig, dass Alltag, also dass man Privates in dem Sinn mit Beruflichem vermischt und dass man sich an seinem Arbeitsplatz auch wirklich zu Hause fühlt. Das ist auf jeden Fall etwas, was die Arbeit erleichtert. Was kannst du uns denn über die wahre Schönheit sagen? Also so schön, wie der Titel klingt, also es ist jetzt kein Feel-Good-Movie, ne? Es verlangt einem viel ab, der Film, oder? Die wahre Schönheit ist kein Feel-Good-Movie. Im Gegenteil, sie ist das Negativ-Exempel, was man nicht tun sollte, wenn jemand innerhalb der Familie depressiv ist. Es geht darum, dass eine Familie, die an und für sich alles hat, was das Herz begehrt, sie haben ein tolles Haus, sie haben einen Swimmingpool, sie haben genügend Geld, um für die nächsten Jahre locker durchzukommen. Die Frau war Anwältin und hatte einen schlimmen Unfall und sie wird nie wieder richtig laufen können, weil die Ärzte einen Fehler gemacht haben. Davor ist niemand gefeit. Und sie verfällt daraufhin in tiefe Depressionen und trinkt zu viel Alkohol und nimmt zu viel Schmerztabletten. Und statt dass ihr Mann ihr zur Seite steht, verliebt er sich in eine Jüngere. Also es ist eine Familie, die nicht mit Problemen umgeht, sondern sie unter den Teppich kehrt und versucht einfach immer zu sagen, alles wird gut, alles ist gut, ist alles halb so wild. Und bei Depressionen ist das die falsche Taktik, weil Depressionen sind eine schwere Erkrankung und man muss denjenigen zur Seite stehen, die an Depressionen erkrankt sind. Die Frau, die du spielst, heißt Mona. Du hast dich wahrscheinlich immens intensiv mit Mona natürlich beschäftigt. Als denn der letzte Drehtag geschafft war, konntest du Mona entspannt ablegen oder ist sie immer noch irgendwo in deiner Nähe? Naja, also der Dreh ist jetzt 4 Jahre her. Von da habe ich mittlerweile Mona aus meinem System wieder rausgeschafft. Ich habe sogar interessanterweise 4 Wochen, nachdem ich Mona gespielt habe, einen Film in Amerika gedreht, Cyst, den auch Phantomfilm produziert hat, unsere Produktionsfirma. Und da habe ich eine komplett andere Rolle gespielt. Und innerhalb von 4 Wochen komplett umzuzwischen, war gar nicht so einfach. Aber mein Freund behauptet zumindest, dass ich während der Zeit, während ich Mona gespielt habe, relativ unerträglich war. Und immer wenn er den Film sieht, sagt er, oh, ich bin gestresst, weil meine Rolle offensichtlich sehr stressig ist. Aber ihr geht's auch nicht gut. Unter den Umständen, die sie da erlebt, natürlich nachvollziehbar. Jetzt kennen wir dich, du bist immer bist eine sehr schöne Frau und deswegen wirst du auch meist als Love Interest immer wieder eingesetzt. Mona hingegen ist natürlich an einem Punkt in ihrem Leben, an dem ihr die Visualität, glaube ich, jetzt eher nebensächlich wichtig ist. Das heißt, die schöne Eva Habermann sehen wir da nicht so viel, ne? Darum ging es mir auch in dem Film. Ich wollte mich mal von einer ganz anderen Seite zeigen, weil es mir ein Bedürfnis war, etwas zu spielen, was keiner von mir erwartet. Ich wollte bewusst etwas spielen, was etwas heftiger ist, sodass die Leute fast schockiert sind, wenn sie es sehen. Und mein Vorbild dafür war Charlize Theron in Monsters oder Monster. Ich fand die Verwandlung von ihr so krass, dass eine so schöne Frau so furchtbar aussehen kann, dass ich das auch wollte. Das ist auf jeden Fall gelungen. Das war euer 4. selbstproduzierter Film und ihr habt international ordentlich und auch national Preise eingesammelt. Bei der Masse an Preisen muss ich fragen, gab es einen, der dir besonders viel bedeutet hat? Ein Festival, was ganz Besonderes war, war Harlem in New York. Dieser Preis ist sehr viel wert. Also, weil du hast ja verschiedene Festivals. Die Festivals haben manchmal einen großen Stellenwert. Es gibt ja auch so ein Ranking von den Festivals, wie wichtig sie jeweils sind. Und Harlem ist sehr hochwertig und da sind sehr, also sehr starke Konkurrenz. Und da sind wir als
Best World Film, also als bester ausländischer Film, bekamen wir den Preis für bester Film, was auch ein Preis für uns, also für mich und meinen Freund als Produzenten ist, weil das ist das Gesamtwerk, was hier betrachtet wird. Und das hat mich sehr gefreut, dass wir diesen Preis bekommen haben. Da fühle ich mich sehr geehrt. Dort lief er als The Ugly Truth und du hast tolle Leute drumherum, auch jüngere Menschen. Lilly Liefers ist dabei, Emma Schweiger und auch Caroline Hartig, die hier auch schon zu Gast war. Wenn der abgedreht ist, bist du ja, weil du mitproduzierst, ja nicht fertig mit dem Film, oder? Du bist ja sicherlich noch bei ein, zwei weiteren Produktionsschritten dabei. Das heißt, zwischen der letzte Drehtag und jetzt ist der Film fertig. Wie viel Zeit ist da vergangen und was hast du da alles noch so mit zu tun gehabt? Wir haben den Film direkt vor der Pandemie gedreht. Der letzte Drehtag war Oktober 2019. Im März 2020 ging die Pandemie los. Ich habe dann mit dem Cutter online den Film geschnitten. Aber das war total gemütlich, weil viele Leute haben mich schon gefragt, sag mal, während der Pandemie, war dir da nicht langweilig? Ist dir da nicht die Decke auf den Kopf gefallen? Nein, ist sie nicht. Ich habe mich jeden Tag mit dem Cutter online getroffen und wir haben den Film geschnitten. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, weil du kannst im Nachhinein bei einem Film auch noch sehr viel rausholen. Also du kannst ihn noch besser machen, als er vorher war. Und mir ist nachträglich dann auch noch aufgefallen, dass unser Hauptdarsteller, gespielt von Markus Grüßer, der Theo, der Mann von Mona, der ein Autor ist in dem Film, dass der zu wenig künstlerische Aktionen hat. Und daraufhin habe ich ihm Gedichte geschrieben, die er dann als Overvoice spricht. Also wir haben es so gemacht, dass die Rolle Theo in Gedichten denkt, was total schön ist und was auch sehr ungewöhnlich ist. Und das kommt sehr gut rüber. Also ich war beschäftigt. Das Color Grading des Films haben wir, also der Schnitt war fertig im Juli 2020. Ich denke, wir waren Ende 2020 fertig, sind dann 2021 auf Festivals gegangen und 2022 ist herausgekommen. Das ist so der normale Weg von Independent Film. Erstmal Festivalauswertung und danach dann, dass er verkauft wird. Und jetzt? Woran arbeitest du jetzt gerade? Ich arbeite gerade an verschiedenen Sachen. Einmal werden wir mit George Hardy, mit dem wir bereits bei Syst gedreht haben und bei Trolls World, voll verdrollt, werden wir einen Kurzfilm drehen, wo er meinen Vater spielt. Und ich als besorgte Tochter nach Amerika reise, nachdem der Nachbar mir gesteckt hat, dass mein Vater sich sehr merkwürdig verhält. Also er glaubt, mein Vater wird dement, aber es ist eher schlimmer als das. Ich finde heraus, dass mein Vater einen Vampir als Mitbewohner hat. Er findet einen Vampir im Garten und sagt dem, du kannst bei mir wohnen, weil er ihm unglaublich leid tut, weil der Vampir ihm glaubhaft einredet, dass er total harmlos ist und keine Menschen tötet. Und deswegen hätte sein Clan ihn verbannt in einen Sarg, der im Garten von meinem Vater verbuddelt wurde. Und dann arbeiten wir noch an einer Jugendserie, die heißt Girls. Und noch an einem Roadmovie von zwei Frauen, so mein Alter, also ich spiele natürlich eine von den beiden, die quer durch Europa fahren und dort immer sich in die reichen Gesellschaften einschleichen und Menschen ausnehmen, die ihr Geld auf nicht ehrliche Weise verdient haben und es dann bei den Armen verteilen. Das ist so eine Mischung aus Thelma und Louise und Bonnie und Clyde und auch ein bisschen Robin Hood. Das klingt alles sehr gut. Bist du zufrieden zurzeit? Ist alles so, wie du es gerne hättest? Es ist wirklich alles gut. Du hast manchmal Phasen in deinem Leben, wo du nicht so kreativ bist. Das ist total lästig. Wo du dann das Gefühl hast, egal was du machst, dir fällt einfach nichts ein. Und ich habe momentan so eine Phase, wo ich 1000 Ideen gleichzeitig habe und wo die Kreativität einfach nur aus mir raussprudelt. Und das macht sehr viel Spaß. Also mir geht es momentan sehr gut. Ich bin sehr kreativ und habe einen großen Schaffensdrang. Und deswegen werden wir auch dann im nächsten Jahr viele Filme produzieren. Hättest du vor 10 Jahren gedacht, dass es zu diesem Zeitpunkt so aussieht in deinem Leben? Niemals. Ich hätte nie gedacht, dass das passiert, weil ich hatte immer zu viel Respekt davor, den Schritt zu gehen, selbst Produzentin zu werden. Ich hatte immer gedacht, ja, das können Leute machen, die das schon jahrelang gemacht haben oder BWL studiert haben. Das habe ich alles nicht. Ich bin
eigentlich zum Produzentensein gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Und es macht mir aber wirklich Spaß. Es ist so schön, es ist total befreiend und es macht einfach Spaß, selbst Sachen zu kreieren und nicht nur the puppet zu sein. Also, dass du nicht nur als Schauspielerin bist du halt oft nur die Marionette von dem, was schon da ist. Und als Produzentin kannst du wirklich Sachen von Grund auf aufbauen und dir etwas überlegen, was du toll findest, was dir gefällt, was ein bisschen edgy ist und ein bisschen anders ist. Und das macht mir große Freude. Die Mona aus Die wahre Schönheit, ich zitiere, warte jetzt für die Stelle nicht, ich zitiere, sie betäubt ihr Leid mit Medikamenten und Alkohol. Ist das etwas, was du tief in dir suchen musstest? Ich bin generell jemand, der es lieber gerne schön hat. Also ich mag auch nicht schwere Probleme oder wenn es mir wirklich schlecht geht, möchte ich es auch nicht so wirklich wahrhaben. Aber ich bin niemand, der Schmerztabletten oder Alkohol so exzessiv betrieben hat, dass ich davon abhängig war. Aber dennoch kenne ich das von mir selbst, dass ich Schmerzen ungerne aushalte, weil ich das total unangenehm finde. Und ich bin jemand, ich möchte immer gerne, dass alles schön ist, dass die Welt nett zu mir ist und dass es mir gut geht. Und deswegen mag ich unangenehme Gefühle nicht so gerne. Umso spannender war es dann auch, mich selbst dieser Rolle zu stellen oder auch dieser Geschichte zu stellen, dass jemand wirkliches Leid hat, weil Mona ist schon bewusst, dass sie nie wieder normal laufen wird. Also ihr ist völlig klar, dass sie ihr Leben lang nur noch humpeln wird und dass sie ihr Leben lang Schwierigkeiten haben wird, was sehr, sehr demotivierend ist für jemanden, der vorher sehr aktiv war. Wenn jetzt jemand da draußen ist, der eine super gute Idee für einen Film oder eine Serie hat und denkt, Eva Habermann sollte da doch mitspielen, dann kann diese Person doch sicherlich Phantomfilm und dich kontaktieren. Oder seid ihr da raus und macht nur selber Sachen, die ihr selber kreiert habt? Es wäre schwierig, das jetzt als Aufruf zu gestalten, weil ich glaube, jede Filmproduktionsfirma kriegt jeden Tag ein Drehbuch zugeschickt von sehr kreativen Menschen. Es ist aber, Drehbuchschreiben ist eine hohe Kunst. Das ist echt schwierig, das habe ich selbst gemerkt bei der wahren Schönheit, wo ich der Co-Autor war, dass es wirklich schwierig ist und ich sehe selbst auch die Fehler darin. Also ich möchte nur nicht, dass es ein Aufruf ist, dass jeder uns jetzt Sachen zuschickt, weil die Leute denken immer, dass die Firma das Budget hat und sagt, okay, coole Idee, das drehen wir jetzt. Das ist falsch. Es ist so, wenn muss man ein Drehbuch oder eine Serienidee an einen Sender schicken und einen Sender finden, der das Ganze finanziert. Und dann kann es auch eine Produktionsfirma umsetzen. Also ich glaube einfach, dass man, wenn man Laie ist, das nicht so genau durchblickt und denkt, okay, man schickt das an eine Firma und dann setzen die das Drehbuch um. Ich freue mich über gute Ideen für mich. Ich bin sehr gespannt, was andere Leute in mir sehen und was sie für Ideen haben, weil manchmal ist es ja auch gut, wenn man von einer anderen Position aus jemanden sieht. Aber bitte, es ist wichtig, dass ihr nicht denkt, ihr schickt mir ein Buch und dann sage ich, das ist total geil und das machen wir jetzt, weil als Produktionsfirma bist du nicht in der Position, dass du sagst, ich setze das um, sondern du brauchst immer einen Auftrag von einem Sender. Jake Gyllenhaal hat mal gesagt, wenn die Leute wüssten, wie schwierig es ist, Filme zu machen, würde niemand Filme machen. Stimmt das? Es ist schwierig, Filme zu machen. Ich vergleiche es immer sehr gerne mit einer Schwangerschaft und mit einer Geburt. Das ist ja auch anstrengend. Es ist wirklich sehr viel Arbeit. Du musst erstmal die Finanzierung zusammenbekommen. Dann musst du die richtigen Leute finden. Dann hast du den Dreh, dann hast du die Postproduktion. Filme machen ist sehr viel Arbeit und deswegen musst du, wenn du einen Film machst, ein Thema finden, was dich innerlich bewegt und wo du auch das Gefühl hast, es gibt etwas, was du der Welt mitteilen möchtest. Also, dass du eine Message hast, die du rüberbringen möchtest und die du dem Zuschauer an die Hand geben möchtest. Die wahre Schönheit gibt es also als Video on Demand, zum Beispiel Amazon Prime, Maxdome, Apple TV, aber auch auf DVD und Blu-ray. Und wenn ihr jetzt denkt, ey, mir hat die Idee von dem Film gefallen, dann schaut rein, kauft euch das, weil es ist tatsächlich so, wenn es mehr gute Filme geben soll, müssen auch Filme gekauft werden oder ausgeliehen werden, denn es kostet viel Geld. Und das haben wir heute aus erster Hand erfahren. Ich freue mich, dass sie da war. Schauspielerin und Filmproduzentin Eva Habermann, vielen Dank für deinen Besuch in der Web Talk Show.
Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Darf ich nicht noch sagen, was als Lebenstipp irgendwie so? Darfst du gleich. Du hast sofort die Gelegenheit. Und zwar zum zweiten Mal in deinem Leben darfst du in deine Kamera gleich sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon mal sagen wolltest. Oder eben etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch einen kurzen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt, wenn ihr jetzt denkt, huiuiui, das klingt ja dann trotzdem teuer und viel. Aber trotzdem, wenn ihr die Idee habt für einen Film, probiert euch aus. Schreibt es, schickt es. Vielleicht nicht gleich das ganze Drehbuch, sondern erst nur die Grundidee. Weil manchmal reicht es schon, wenn ein Profi raufguckt und sagt, die Idee ist gut, aber das und das muss anders. Weil es ist wahrlich noch keine Meisterin, noch kein Meister vom Himmel gefallen. Aufgeben sollte aber natürlich trotzdem keine Option sein. Wir sehen uns wieder zur Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Eva Habermann. Bis dann. Ich habe ein Anliegen, was mir sehr wichtig ist. Und zwar macht Fehler. Das klingt total merkwürdig, ist es aber nicht. Denn ich denke, wenn man sich nicht erlaubt, Fehler zu machen, wird man auch nie etwas richtig machen. Denn wenn wir immer alles richtig machen wollen, haben wir ganz viel Angst, etwas falsch zu machen. Und dabei ist es so, dass Fehler in unserem Leben unser größter Lehrmeister sind. Ich habe in meinem Leben total viele Fehler gemacht. Und das Wichtigste ist, dass man Fehler macht, dass man sie anerkennt und dass man daraus lernt. Deswegen, ich möchte euch dazu inspirieren, dass ihr Fehler macht, dass ihr sagt, ich habe einen Fehler gemacht, das ist völlig okay, aber ich weiß, es geht anders und es geht besser. Deswegen, Fehler machen ist völlig okay.